Das ist echt unter aller Kanone. Unter? Ich würde sagen, das ist über aller Kanone. Hallo liebe Lebenskünstler, ich bin Schwester Anrika. Und ich bin Schwester Franzine Marie und auf diesem Kanal, da sprechen wir mit euch über christliche Lebenskunst. Heute beginnen wir mit einer Reihe, meine innere Seelenburg. Bauen wir in unserem Herzen eine kleine Kapelle, einen Ort, an dem wir uns immer wieder zurückziehen können, ein wirklich schöner Ort, ein Ort der Gegenwart Gottes. Damit endet ja eines unserer letzten Videos und vielleicht fragt ihr euch, ja wie kann das denn gehen? Daran wollen wir jetzt in diesem Video und den nächsten Videos anknüpfen. Und eine kleine Kapelle, das ist für uns hier in Schönstatt ja eine ganz wichtige Sache, nämlich ein Heiligtum, unser Urheiligtum. Und dieser Ort gibt es ja nur, um zu entdecken, dass das auch ein Bild ist für unser Innerstes. Da können wir uns dran spiegeln. Und unser eigenes Herz soll so ein heiliger Ort sein, ein kleines Heiligtum, wo Gott wohnen kann. Jahrhunderte vorher hat Teresa von Avila einen ähnlichen Begriff geprägt, meine innere Burg, meine Seelenburg. Das hat uns natürlich gleich an unsere Kirche hier, die Anbetungskirche, erinnert, die Gottesburg, wie wir sie auch nennen. Sie ist nämlich vom Stil her angepasst an die Gegend hier, die ja geprägt ist von vielen Burgen entlang am Rhein und an der Mosel. Und so ist sie auch gebaut mit vielen Bruchsteinen und sieht eben ähnlich aus wie eine Burg, die Gottesburg. Und dieser Burg, meiner inneren Seelenburg, wollen wir etwas näher auf die Spur kommen. Das hat uns motiviert, hier in der Nähe eine dieser tollen Burgen anzuschauen. Und wir haben diese berühmte Reichsburg vom Kochen ausgesucht. Da werden wir uns jetzt die Räume dieser Burg anschauen und lassen uns davon inspirieren. Und dass wir dafür gerade noch einen Drehtermin bekommen haben, bevor die Burg wieder aufmacht, das ist wirklich Corona zu verdanken und natürlich auch der Offenheit von den zuständigen Leuten da vor Ort. Teresa von Avila vergleicht die Seele des Menschen mit einer Burg, die viele Wohnungen innen drin hat und im Innersten, da wohnt Gott. Da sagt sie, in meines Herzens Tiefe trage ich dein Porträt, so echt gemalt. Du bist mein Haus und meine Bleibe. Du bist meine Heimat für und für. Diese Heimat ist die innere Burg, ein Haus mit vielen Kammern und Wohnungen. Und das ist ein Bild für die spannende Suche nach dem, was den Mensch eigentlich Mensch sein lässt. Wenn der Mensch sich immer mehr auf Gott ausrichtet und dann auch in seiner innersten Kammer Jesus Christus entdeckt, dann wird der Mensch immer mehr zu sich selber geführt und dann wird ermöglicht, was wir eigentlich so nennen, ein gutes Leben, ein Zusammenleben in Gerechtigkeit. Das heißt, je mehr der Mensch Gott erkennt, je mehr erkennt er auch sich selber. Also die Gotteserkenntnis und die Selbsterkenntnis, das hängt zusammen. Und das fanden wir spannend, denn das kommt auch unserer Spiritualität von Schönstatt nahe, diesem Heiligtum in unserem Herzen. Und deswegen dachten wir in den nächsten Videos, jetzt in einer Reihe, da würden wir mit euch diese einzelnen Räume der Burg erkunden und schauen, was es da zu entdecken gibt und was das alles so zu sagen hat für unsere eigenen inneren Seelenburg. Schaut mal, wie toll diese Burg allein von außen schon wirkt. Ein fester Standort, der Schutz und Geborgenheit vermittelt. So sicher und fest soll unsere ganze Persönlichkeit letztlich werden. In dem Wort steckt ja auch schon drin, verborgen, geborgen, bergen, Burg. Wir haben hier eine Mitarbeiterin gefragt, ob sie uns erzählen kann, was die Leute an dieser Burg begeistert. Es kommen ja sehr viele Menschen hierher, wenn nicht gerade Corona ist. Hier sprechen wir mit Frau Barbara Pfeil. Und ich wollte Sie einfach fragen, was sind denn so Ihre Erfahrungen hier in der Burg bei Ihrer Arbeit? Ich bin erst seit 2019 hier auf der Burg, muss aber wirklich gestehen, es ist ein Traumjob. Man kann sagen, entweder man liebt es oder man kommt hier nicht zurecht. Also es ist kein Job von 8 bis 5 und dann geht man nach Hause und das war's gewesen. Also die Burg ist eigentlich immer präsent, aber genauso ist es auch schön für uns. Mhm. Wir haben sehr viel Stress über die Sommermonate, aber es macht auch Spaß, hier mit den Gästen aus aller Herren Länder zu begrüßen. Also mir gefällt es hier sehr gut.
Und wie sind dann so die Reaktionen von den Leuten? Also was gefällt denen besonders? Oder? Also ich denke mal, allein die Burg, die Ausmaße, die sind sehr beeindruckend. Wir haben den großen Vorteil, wir sind nicht nur die mittelalterliche Burg, die ja zerstört wurde. Wir sind halt eben auch erst vor 200 Jahren wieder erbaut. Also wir haben auch den viktorianischen Stil. Und wir zeigen wirklich die Burg oder die Epochen in dem Stile, wie sie zu der Zeit die Menschen gedacht haben, würde eine Mittelalterburg aussehen. Mhm. Und dementsprechend haben wir ein sehr großes und breites Publikum, wo wir sämtliche Ideen und Fantasien beflügeln können. Vielen Dank. Die Mauern sind ein großer Schutz vor fremdem Einfluss. Nicht alles wird sofort hereingelassen, schon gar nicht in die innersten Kammern dieser Burg. Und allein das Bewusstsein, so einen Ort als Heimat zu haben, kann uns deutlich machen, was unser Leben bedeutet, wie wertvoll und wichtig es ist. Wir dürfen eine Seelenburg bewohnen. Wir dürfen darin die Eigentümer sein, darüber herrschen und regieren. Machen wir uns also auf den Weg und entdecken wir lang vergrabene und verborgene Schätze in unserem Innern. Und lassen wir uns nicht abhalten, wenn die Reise anstrengend und mühsam wird. Oder wenn auf einmal jahrhundertelang versteckte Burggeister erscheinen. Also nur Mut! In dieser Reihe haben wir immer eine kleine Hausaufgabe für euch. Und jetzt in der ersten Hausaufgabe schlagen wir euch vor, den Psalm 91 zu lesen, als Einstimmung unserer Reise in die Seelenburg. Oder gerne auch einen anderen Psalm eurer Wahl, der so mit dem Thema Burg zu tun hat. Da gibt es mehrere. Vielleicht kennt ihr einen. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, der ruht im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, du meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue. Viel Freude damit und auf Wiedersehen!